Der Ökozentrismus ist eine umweltethische Position, in deren Mittelpunkt Ganzheiten wie Ökosysteme oder Arten stehen. Einzelwesen sind nur insofern relevant, als sie einen Beitrag zum Wohlergehen der jeweiligen Ganzheit leisten. Durch diesen Blickwinkel unterscheidet sich der Ökozentrismus wesentlich vom Anthropozentrismus, Pathozentrismus und Biozentrismus. Im Ökozentrismus haben überorganische Ganzheiten, insbesondere Ökosysteme, einen Eigenwert und werden direkt moralisch berücksichtigt. Oikos ist griechisch und bedeutet Haushalt. Der ganzheitliche Haushalt in der Natur verdient laut dieser umweltethischen Position Rücksicht um seiner selbst willen. Naturschutz ist damit Schutz überorganischer Ganzheiten, vor allem Schutz von Ökosystemen. Ökosysteme verfügen nämlich laut Auffassung des Ökozentrismus über Integrität, Stabilität und Schönheit. Der Ökozentrismus nimmt also das Wohl kollektiver natürlicher Ganzheiten in den Blick und nicht einzelne Lebewesen, wie es der Anthropozentrismus, der Pathozentrismus und selbst noch der Biozentrismus tun. Ökosysteme werden direkt moralisch berücksichtigt, und zwar unabhängig davon, ob sie einen Nutzen oder Schaden für die sie bewohnenden Lebewesen haben. Ihre Integrität, Stabilität und Schönheit muss verteidigt werden. Die Interessen von menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen sind nachrangig, wenn sie eine Gefahr für die Erhaltung des jeweiligen Ökosystems darstellen. Ganzheiten haben also einen Vorrang gegenüber Einzelwesen. Zwar haben auch Einzelwesen im Ökozentrismus einen Wert, dieser bemisst sich jedoch nur in Relation zu ihrem Beitrag zum Wohlergehen der jeweiligen Ganzheit. Um ein Ökosystem zu erhalten, ist es nämlich notwendig, auch seine einzelnen Bestandteile zu schützen, selbst wenn diese keinen intrinsischen Wert, keinen Eigenwert haben. Wichtige Vertreter des Ökozentrismus sind Aldo Leopold, J. Baird Callicott, Laura Westra und Lawrence E. Johnson. Ökosysteme stehen als überorganische Ganzheiten im Fokus der ökozentrischen Umweltethik. Doch was genau ist eigentlich ein Ökosystem? Unter Ökosystem versteht man eine Lebensgemeinschaft von Organismen mehrerer Arten und ihrer unbelebten Umwelt. Es handelt sich um eine Ganzheit, um ein wechselseitiges, funktionales Beziehungs- oder Wirkungsgefüge. Als Ganzheit reagiert ein Ökosystem anders als seine voneinander isolierten Bestandteile. Ein Beispiel für ein Ökosystem ist das Kaibab Plateau in Arizona in den USA. Hier wurden, wie auch in anderen Teilen der USA, zu Beginn des 20. Jahrhunderts Beutegreifer wie Pumas, Wölfe und Kojoten ausgerottet. Dies führte in vielen Gebieten dazu, dass sich Hirsche sehr stark vermehrten. In kurzer Zeit war die ökologische Tragfähigkeit dieser Gebiete überschritten. Im Kaibab Plateau kam es nach der Ausrottung der Raubtiere zu einer Überweidung durch die stark angewachsenen Hirschbestände. Folge hiervon war, dass das Plateau durch Erosion stark zerstört wurde. Als die Hirsche keine Nahrungsgrundlage mehr hatten, brach ihre Population schnell zusammen. Im Kaibab-Beispiel lag der Fokus der behördlichen Naturschützer auf dem erwünschten Hirsch- und Nutzviehbestand. Der Ökozentriker Aldo Leopold hingegen plädierte für eine ganzheitliche Sichtweise. Man müsse denken wie ein Berg und das Ökosystem als solches in die Betrachtung mit einbeziehen. Aldo Leopold war ein US-amerikanischer Forstwissenschaftler, Wildbiologe, Jäger und Ökologe und gilt als einer der Gründer der Naturschutzbewegung. Mit seinem Aufsatz The Land Ethic, zu Deutsch die Landethik, begründete er die Umweltethik. Der Journalist Wallace Kaufman schreibt über ihn: Wenn die Zeit Risse hat, dann ist Aldo Leopold durch einen hindurch gefallen. Noch immer gehört seine Stimme zu den weisesten in der Natur- und Umweltbewegung. Leopold schloss 1909 an der Universität Yale mit einem Master in Forstwissenschaften ab und arbeitete zunächst als Forstinspektor in Arizona. Er war verantwortlich für die Ausweisung des weltweit ersten staatlich geschützten Wildnisgebietes, die Durchführung der ersten überregionalen Erfassung von Wildlebensräumen und die Einrichtung des ersten Lehrstuhls für Wildtiermanagement. 1934 erwarb er eine heruntergewirtschaftete Farm, um dort seine vorher gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen. Diese Farm peppelte er gemeinsam mit seiner Familie zu einem blühenden Naturgebiet hoch, dem heutigen Aldo Leopold Memorial Reserve.
1935 unternahm Leopold eine dreimonatige Deutschlandreise, um seine Erkenntnisse zu erweitern. Er starb 1948 an einem Herzschlag, während er Nachbarn dabei half, ein Grasfeuer zu löschen. Kurz zuvor war er zum Berater der US-Regierung bei der ersten UN-Naturschutzkonferenz berufen worden, die ein Jahr später in New York stattfinden sollte. Hier einigten sich 1949 die Vertreter der Weltgemeinschaft darauf, dem Raubbau an der Natur entgegenzuwirken. Im selben Jahr erschien Leopolds Landethik als Kern einer Essay-Sammlung unter dem Titel »A Sand County Almanac«. Das Buch wurde Ende der 1960er Jahre von der amerikanischen Umweltbewegung wiederentdeckt und in 14 Sprachen übersetzt. Der amerikanische Philosoph J. Baird Callicutt richtete auf Grundlage der Landethik 1969 den weltweit ersten Lehrstuhl für Umweltethik an der Universität Wisconsin ein. Leopold leitete als einer der ersten aus dem damals neuen, ganzheitlichen Wissen um Ökosysteme und das Funktionieren von biotischen Gemeinschaften normative Leitlinien ab. In seiner Landethik entwickelt er ein umfassendes Gemeinschaftskonzept aller Mitglieder der belebten und unbelebten Natur. Er schreibt: Die Landethik erweitert lediglich die Grenzen des Gemeinwesens und schließt Böden, Gewässer, Pflanzen und Tiere, also zusammengefasst das Land, ein. In dieser Gemeinschaft sollten sich Menschen als einfache Mitglieder der biotischen Gemeinschaft sehen, nicht als deren Eroberer und Herrscher. Leopold entwickelt das Modell der Landpyramide. Hier entsprechen die einzelnen Gruppen von Entitäten trophischen Schichten. Mit trophischen Schichten sind Ernährungsstufen, also die Gesamtheit der Organismen mit gleicher Position in der Nahrungskette, gemeint. Das Fundament der Pyramide bildet ganz unten der Boden, darüber kommen die Pflanzen, darüber Insekten, Vögel und Nagetiere und so weiter, sowie zuletzt die großen Alles- und Fleischfresser auf der obersten trophischen Ebene. Der Mensch teilt sich eine Zwischenschicht mit den Bären, Waschbären und Eichhörnchen, die sowohl Fleisch als auch Gemüse fressen. Diese Pyramide funktioniert nur als Ganzes. Keine Ebene kann ohne die anderen Ebenen existieren, da alle aufeinander angewiesen und über komplexe Nahrungsketten und Energiekreisläufe miteinander verwoben sind. Der Mensch muss das Land als Ganzheit betrachten und sich um deren Integrität, Stabilität und Gesundheit sorgen. Das Wohl einzelner Organismen ist dem Wohl der Ganzheit untergeordnet. Ökologie ist für Leopold die Grundlage eines ganzheitlichen Managements. Leopolds berühmte Maxime lautet: Etwas ist richtig, wenn es dazu tendiert, die Integrität, Stabilität und Schönheit der biotischen Gemeinschaft zu bewahren. Es ist falsch, wenn es zum Gegenteil dessen tendiert. Die biotische Gemeinschaft umfasst neben den Lebewesen auch die unbelebte Umwelt und wird von Leopold als das Land bezeichnet. Dies entspricht weitgehend dem heutigen Gebrauch des Begriffs Ökosystem. Die biotische Gemeinschaft, das Ökosystem, hat laut Leopold ein eigenes Wohl, welches sich nicht auf das Wohl der einzelnen Mitglieder reduzieren lässt. Das Land ist ein kollektiver Organismus. Die biotische Gemeinschaft bzw. die Ökosysteme und die Biosphäre besitzen also einen Eigenwert, der über dem Wert ihrer Bestandteile liegt. So spricht prinzipiell aus ökozentrischer Perspektive auch nichts gegen die Jagd, solange nur punktuell einzelne Tiere der Natur entnommen werden, ohne dabei einzelne Arten oder Ökosysteme zu bedrohen. Andere Autoren gehen in ihrer ökozentrischen Sichtweise noch weiter als Leopold und plädieren eher für die Natur als für den Menschen. So schreibt der norwegische Philosoph und Begründer der Tiefenökologiebewegung Arne Naess, dass nichtmenschliches Leben nur dann weiter gedeihen könne, wenn es zu einem substanziellen Bevölkerungsrückgang des Menschen komme. Unter dem Pseudonym Misanthropy schreibt wahrscheinlich der US-amerikanische Autor und Journalist Christopher Maines 1987, dass, wenn es AIDS nicht schon gäbe, radikale Umweltschützer diese Krankheit erfinden müssten, um die menschliche Bevölkerungsgröße auf ein ökologisch vernünftiges Maß zu reduzieren. Und der britische Wissenschaftler und Umweltschützer James Lovelock bezeichnet den Menschen als eine tödliche Krankheit, die den Planeten Erde befallen hat. Diese Aussagen weisen darauf hin, dass ein Rückgang der menschlichen Bevölkerung dringend nötig ist, damit die Natur nicht mehr so stark geschädigt wird. Abgesehen von diesen extremen Positionen teilen viele Naturschützer die Ansicht Leopolds, dass das stabile Gleichgewicht zu erhalten sei und das große Ganze im Zentrum der moralischen Berücksichtigung stehen müsse.
Eine ökozentrische Ethik entspricht der Praxis des Naturschutzes als Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz. Der Ökozentrismus spricht allen ökologischen Systemen als solchen einen moralischen Selbstwert zu. Dies ist problematisch, denn Ökosysteme sind nicht einfach vorhanden, sondern werden von Ökologen konstruiert und modelliert. Ökosysteme existieren nämlich nicht konkret und real in der Natur, sondern sind vielmehr gedankliche Konstrukte. Ökosysteme wie ein See oder ein Wald sind zwar in gewisser Weise real, werden jedoch häufig uneinheitlich definiert. Ein ganzer Ozean kann als Ökosystem betrachtet werden, ebenso ein verrottender Baumstamm oder ein Tropfen Tümpelwasser. Somit handelt es sich bei Ökosystemen nur um abstrakte und in gewisser Weise willkürliche Konstrukte. Wenn nun aber kein Konsens darüber herrscht, wo ein Ökosystem aufhört und ein anderes anfängt, und wenn sich ein Ökosystem in unterschiedliche Ökosysteme verwandeln kann, dann ist es schwierig, einem konkreten Ökosystem einen Eigenwert sowie eine vorrangige moralische Berücksichtigungswürdigkeit zuzusprechen. Der Ökozentrismus schließt von einem ökologischen Sein, der Mensch ist nur ein Mitglied der biotischen Gemeinschaft, auf ein umweltbezogenes Sollen. Wir Menschen sollen daher die Integrität und Stabilität der biotischen Gemeinschaft erhalten. Dies ist ein naturalistischer Fehlschluss. Nur weil Ökosysteme existieren, folgt daraus kein Eigenwert und keine direkte moralische Berücksichtigungswürdigkeit. Im Ökozentrismus werden Ökosystemen bestimmte moralisch relevante Eigenschaften wie Integrität, Resilienz oder Gesundheit zugeschrieben. Diese Eigenschaften können jedoch nur metaphorisch auf Ökosysteme bezogen werden. Zudem können diese Eigenschaften als willkürlich kritisiert werden. Warum sollte gerade eine dieser Eigenschaften relevant für die moralische Berücksichtigungsfähigkeit sein und nicht eine andere, wie beispielsweise Größe oder chemische Zusammensetzung? Die wichtigste Kritik richtet sich gegen die Tatsache, dass der Ökozentrismus die Rechte von menschlichen und nichtmenschlichen Individuen relativiert. Durch eine Überordnung von Ökosystemen kann die Opferung von Individuen, einschließlich menschlicher Individuen, legitimiert werden. Sogenannte ökofaschistische Konsequenzen wären in einer solchen Argumentation moralisch vertretbar. Und selbst wenn der Ökozentrismus diese Forderung selbst nicht erhebt, so stellt sich dennoch die Frage, ob bzw. warum der Mensch von einer solchen Sichtweise ausgenommen werden sollte. Warum ist es aus ökozentrischer Perspektive gut, Rehe oder Elefanten zu schießen, um ein Wald- oder Savannenökosystem zu schützen, nicht aber Menschen zu töten? Menschen sind schließlich eine der größten Bedrohungen der Stabilität, Integrität und Schönheit der Natur. Seuchen, Hungersnöte und Kriege, die die Anzahl an Menschen reduzieren, müssten aus ökozentrischer Perspektive als gut angesehen werden. Der Ökozentrismus und die Landethik Leopolds wird dementsprechend oft als eine menschenverachtende bzw. ökofaschistische Konzeption dargestellt. Auch vom Aussterben bedrohte Arten müssten laut Ökozentrismus nicht zwangsläufig moralisch berücksichtigt werden, da ihr Verschwinden häufig kaum oder keinen negativen Einfluss auf das entsprechende Ökosystem hat. Der Ökozentrismus wird heutzutage kaum noch in umweltethischen Debatten vertreten. Rückblickend ist er aber eine notwendige, bewusst überspitzte Denkrichtung, die sich explizit gegen den Anthropozentrismus richtet. Was hältst du von dieser umweltethischen Position? Sollten Ganzheiten Vorrang vor Einzelwesen haben? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Ökozentrismus kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!